Hallo und herzlich willkommen zurück zu Pokémon Schwarz Randomizer Nuzlocke. Immer noch mit dem geschweigten Mir. Miauz, was geht? Ich bin immer noch ein bisschen traurig. Oh. Weil Charfax weg ist. Nein, ich möchte. An einem besseren Ort. Ja. Alter, mein Controller will nicht. Du gehst jetzt auf Nehmen. Er hier hat noch. So, Item geben. Möchte ich irgendwas, was gegen Eisbuch verstärkt oder so? Vom Typ Wasser. Ewiges Eis. Hab ich das? Nö. Ein Eisjuwel habe ich. Eisjuwel? Also, ewiges Eis hast du auch, guck mal. Erhöht einmalig die Stärke von Eis. Ja, dann hol ewiges Eis. Nice. Weil der hat mich auch Aurastrahl gelernt. Was gehen wir? Jojo? Ich nicht irgend so ein Schwachsinn für Bodenattacken. Zwei Glückseier, zwei EP-Teiler. Ein Heißorb, eine Lauchstange. Ein Metronom. Hier muss ich jetzt gerade gehen. Ich weiß auch nicht warum. Ja gut. Es stellt einige KP des Trägers dann, nimmt man dann wieder her, wenn dieser dem Ziel Schaden zufügt. Ach so. Da geht das Ziel zuerst. Warte mal, es gibt doch noch eine andere Linse, oder? Scope-Linse? Die habe ich aber, glaube ich, nicht. Nee. Ja, was gebe ich dem dann? Senkt die Genauigkeit des Gegners. Oder ich gebe ihm das Macho-Band. Ja. Ist halt kacke für die Init, aber. Ja gut, das ist glaube ich sowieso langsam. Ja. So. Da unten waren wir noch nicht. Ja, da musst du sowieso weitergehen. Tiefkühlcontainer, das notiere ich mir mal eben. Und Hena. Ja, das Spiel rein. So. Die wollen alle kämpfen? Ne, von dem, ja, genau, müsstest du ein Item bekommen. Boah. Aber da waren noch ein paar, die kämpfen wollen, ja. Ja, moin. Arbeiter teilen sich das Gewicht mit ihrer Pokémon. Bla, Teenager. Praktikum, was? Rein theoretisch müsste der jetzt ja Eis-Pokémon haben. Eben nur theoretisch. Es ist blau, es ist auch Eis. Ja, stimmt. Irgendwie. Intensität. Woran ist das abhängig vom Schaden? Ich glaube, das ist zufällig. Von 1 bis 8 oder so irgendwas, oder? War das das? Je höher, desto besser oder je niedriger? Je höher. Glaube ich zumindest. Wow. Gefällt mir. Makago. Ja gut, das ist Feuer, ne? Ja, lass doch so. Greif weiter mit Intensität. Intensität an, genau. Das ist das Wannabe Erdbeben. Ja. Oh. Tschüss. Das gefällt mir. Wow. Ach, ich hätte eigentlich Scharfax Ballschall geben können. Dann wäre ich definitiv schneller gewesen als Trigifalo. Ja, hätte Fahrradkette, mein Freund. Ja. Was hat der denn? Nils. Zwotronen. Das Ding sieht echt niedlich aus. Ja.
Und so, ha, Bruder, ich kann kämpfen. Ja, komm her, ich kann kämpfen. Oh ja. Zwei Schaden, verdammt. Oh nein, fast gewonnen. Oh nein. Feuerattacken machen keinen Schaden mehr. Feuerattacken, die ich nicht habe. Polykon. Geil. One Point, Digga. Intensität. Rasierblatt. Okay, gut. Wir wechseln dann doch lieber mal aus. Ja, nimm den Feuer-Pokémon. Nimm doch Eis. Was machst du? Was denn? Ich hab Flug. Ist auch gut. Ja, Eis ist effektiver. Nein. Ja. Nein, es ist trotz einer Zweifachschwäche. Ob ich halt die Eisattacken so stärker nicht hab. So. Ja, aber wir könnten tatsächlich mal Crush Eis nach vorne holen. Einfach Aurora-Strahl. Oh, warte mal. In Kalifornien kümmern sich Pokémon größere Verschiffung und bla, Versandart. Was ist das? Aber zum Prime. Stadionwehr. Okay. Die ganzen Stahl-Pokémon, die ich hab. Olaf, willst du auch kämpfen? So, gleich gibt's einen Encounter. Es ist doch ein Item im Mülleimer. Ich wurde angelogen. Warte mal. Nein, ich wollte eigentlich. Warte, ich kaufe wenigstens dreimal Sprudel, dass ich wenigstens ein paar Heil-Items habe. Oh. Den Rest mache ich dann nach der Folge. Dann nehme ich schön mit Vorspulen, dann weiteres kaufen. Sprudel, Sprudel. Vorsprudeln. Möchtest du? Nimm dir deinen Encounter. Los. Nein, will ich aber nicht. Los! Nein, will ich aber nicht. Doch, da kommt eine Legi. Ich muss erstmal hier mit nach vorne machen für den Encounter. Zauberwasser, lauf, meinst du? Lauf weiter nach rechts. Da dunkles Gras. Ach, ne, hier, rein. Perfekt. Ja, es ist besser als das, was ich jetzt momentan habe. Ja. Wie schwächt das Ding denn? Gegenstoß. Bruder, was ist los? Oh nein, ich bin vergiftet. Was mache ich denn jetzt nur? Das Ding ist Geist. Treffe ich mit Kampfattacken nicht. Ich würde es mit oder die Eisattacken. Ist echt Eis nicht effektiv? Normal, glaube ich. Ich hätte jetzt einfach Windstoß gemacht, weil das ist eine ziemlich schwache Attacke. Ja. Das ist, glaube ich, 45. Alter, hat Schnitt zu viel Leben, ey. Rutscht andauernd durch diese Kackhitze. Der Kopf aus dem Ohr. Der Kopf aus dem Ohr? Ja, der Kopf rutscht mir mal so im Ohr. Beutel, Bälle, Flottball. Nice. Yes. In der Dämmerung steigen ganze Schwärme in die Lüfte, verschwinden aber sofort, wenn man sie bemerkt. Wie nennen wir es? Luftballon. Ich habe auch an den Namen gedacht, tatsächlich. Luft.
Ballon. Oh, das passt sogar genau. So, dann schreiben wir hier mal rein. Triefzeperli. Zeppelin. Luftballon, du bist dran. Platzer. Ja, genau. So, will ich noch weitere Encounter wissen? Oh, das dunkles Gras, du Penner. Was kann ich dafür? Das Pokémon ist doch einfach gekommen. Ein Rauchball, oh, wasted. Jetzt gehst du rein und dann kommt da irgendwas Brutales. Gleich bekommst du die Kälte in der Tiefkühltainer. Container. Container. Tiefkühlcontainer. Arbeiter Sammy. Corazon. Corazon! Son Cora. Das ist Gestein. Kraftwelle. Eine Kraftwelle und es kommt eine Hand, die Slap. Ja moin. Oh, Aufheber ist so gut. Ich bin so froh, dass ich die Attacke habe. Ja, die Miam regelt halt. Der Toxic Orb ist halt so gut. Wenn er auch nur ein bisschen zu wenig Leben hat, für meinen Geschmack. Ja. Gut, dass ich Triffzebeli hab. Oh mein Gott. Mamfaxo. Ja, du bist auch so ein Mamfaxo. Eine Nanab-Beere. Ach komm. Oh, Doppelkampf. Da hätte ich jetzt einen Duke drin. Das heißt, ich müsste Machoke fangen. Theoretisch. Ja. Will ich kämpfen? Eigentlich nicht. Auch wenn der Kampf ziemlich einfach gewesen wäre. Jetzt benutze ich aber... Ah, ich benutze keinen Schutz. Das war so klar. Ja, moin. Ja, moin. Das kenne ich irgendwo her. Ja. Das hätte ich, glaube ich, sogar im Wald auch fangen können, potenziell. Und nochmal. Oh. Oh. Stark. Das hätte ich gern gehabt. Ja. Oh Mann. Ich. Jetzt ärgere ich mich ein bisschen. Schade. Oh mein Gott. Alle zwei Schritte. Alter. Warum muss ich nicht rechts weiter? Oder? Ne, weiter nach unten, ne? Weiter nach unten, ja. Dankeschön. Oh ne, Sharon. Sharon. Josh, meinst du wirklich, dass die Typen von Miluasta da drin sind? Machtband. Das ist nicht auch so ein Ding. Ja, das verstärkt, glaube ich, Kampfattacken, oder? Erhöht bei Levelaufstieg die Spezialverteidigung, also, senkt aber die Initiative. Ach, das sind die Items zum EV. Nee, doch, EV trainieren. Ja. Oh, ein Krebskorps. Das hätte ich auch. Nee, Krebutak. Krebskorps ist die Vorentwicklung. Ja. Glaube ich. Das hätte ich auch genommen. Ja, mein Gott. Dann hätte ich mir einen lustigen Namen für einen Hummer einfallen lassen können. Anstatt süß-sauer. Sauer-süß. Ja. Brutal. Anda. Adna. Was? Wie ist das rückwärts? Adnalaturb. Okay, ein wildes Adnalaturb. Lass mal reingehen. Jo, geh mal rein. Und da musst du ziemlich viel kämpfen. Echt? Yes. Oh, Ice Mechanic. Schön. Ich liebe sie. Blattstein. Okay.
wird wahrscheinlich der Rückweg sein. Ja, genau. Ja, du musst auf jeden Fall über das Eis. Ich werde dich jetzt auch mal ganz kurz alleine lassen. Wir sehen uns oder hören uns gleich. Einen Moment. Ja. Hey, Himmelsfeger. Jo! Also, jetzt bis gleich. Kann das jemand lernen? Oh, das wird ziemlich... Aber es kann ja keiner fliehen. Wie soll das jemand lernen können? Ah, ja klar. Schade. Wenn es kalt wird, zieh dich warm an. Ja, das ist richtig. Was mache ich, wenn es warm ist? Kalt anziehen? Arbeiter Tyson in Scaraborn. Ja, moin. Weißt du was? Kraftwelle. Na, okay, gut, das ist nicht wirklich viel Schaden. Dann wechseln wir doch lieber aus. War Eis nicht anfällig gegen Kampf? Bin ich mir jetzt gerade nicht so sicher. Weil ich persönlich sehr, sehr selten Eis-Pokémon benutze. Eigentlich nie. Wieso kann Scaraborn Aeroass? Jetzt kommt bestimmt eine Kampfattacke. Es war so klar. Ja. Jetzt habe ich gleich alle Pokémon durch. Jesus, ey. Nice. Giftdorn, beste Dorn. Ableithieb. Ich weiß, er ist nicht effektiv, aber... Heilt mich wenigstens ein bisschen. Ja gut, das Gift macht den Rest. Tschüss. Oh, Dragosso. Oh, Dragosso ist auch so süß. Dragosso. Moin. Ja, der Knochen. Ja, ja, ja. Jetzt wäre es eigentlich sinnvoll, Schnitzel reinzuholen. Komm, mach nochmal eine Bodenattacke. Wer verdufte. Silberblick. Aber ich werde trotzdem Trank benutzen. Nur zur Sicherheit. Und dann Sprudel. Sprudelbeste. Dann Rasierblatt. Oh, okay, gut. Hätte ich mich nicht heilen müssen. Dann werde ich mich mal zum Pokémon Center begeben und mich einmal heilen. Weil jedes Pokémon geschwächt, da gehe ich nicht weiter. Das benutze ich auch nicht Highlight, das ist ja schwachsinnig. So. Ach, was wir eigentlich noch machen können, fällt mir gerade ein. Weil nee, ich bin nur überlegen, ob ich die Items habe, die ich
die hier. Mann, ich zeig euch das mal, was ich meine. Nicht die Pokémon. Bei denen hier mal sortieren. Die Esprit-Feder zum Beispiel, die Genie-Feder, das Zink. Dass ich das verkaufe. Oder eben ich heb's auf. Das ist jetzt so die Sache, weil es gibt halt schon ein bisschen Geld. Ich glaube, die Federn geben 1500 das Stück. Bin ich. Ich habe eben mal geguckt. Das würde sich natürlich anbieten. Gucken wir mal. Ich würde aber sagen, das war's für die Folge. Ich werde nochmal runter zum Kühlhaus laufen. Wobei, ich gucke noch schnell, was trifft Zebeli für Attacken und für ein Typ ist. Wesen. Aber das war so schnell. Bewegen. Bericht. Mutig. Plus Angriff minus Innet. Ist okay-ish. Eine Attacke oder eine da. Ja. Ist eigentlich Müll. Aber vielleicht kannst du irgendwelche TMs lernen, die wir haben. Aber von den Typen her bin ich jetzt auf jeden Fall mal ein bisschen besser bestückt. Rasen wir mal schnell runter. So, und wir sehen uns in der nächsten Folge hier wieder. Ich werde natürlich vor der nächsten Folge Sprudel und sowas kaufen. Und falls es euch gefallen hat, lasst es mich wissen. Und da kommst du ja gerade. Bis zum nächsten Mal. Schaut auch bei mir und Dix auf jeden Fall vorbei. Für mehr Pokémon. Und yes. Vielen Dank. Ja, was für vielen Dank. Und Lappen. Doch nicht bis an dich. Bis. Sad face. Bis zur nächsten Folge. Tschüss. Ciao.